Kickboxen hat eine besondere Bedeutung in meinem Leben. Ich kann jetzt kaum erwarten, nochmal die Welt zu zeigen, was noch geht, ne? Dass es nie zu spät ist und dass ich doch Weltmeister bin. Ich bin Gerardo Kuku Ati. Ich bin in Afrika geboren und ich bin hier seit 2012. Ich mache Kickboxen. Ich bin gerade in die Profikarriere eingestiegen und ich kämpfe für das Team Day of Destruction. 2015 habe ich mein Praktikum im Siamstore angefangen. Da habe ich da angefangen, Kickboxen zu sehen. Dann habe ich das mal mitgemacht. Dann fand ich das relativ cool. Da muss ich mal Muay Thai mitmachen. Dann fand ich das noch geiler. So ging das los und dann haben wir hart trainiert. Und da habe ich meinen ersten Kampf gemacht, den ich auch gewonnen habe. Und so ging der Weg jetzt bis jetzt hier. Ich bin immer im Training, Montag bis Freitag. Wenn es geht, Montag bis Samstag. Trainieren wir zwei, dreimal am Tag. Ich bin eigentlich immer am Training, jeden Tag. Ich habe viele Leute härtere Tritte gegeben, dass die nicht mehr stehen konnten oder aufgegeben haben. Und von daher kommt der Name Die Klinge, ne, weil ich die Beine aufgeschnitten habe und dann, ja, dann saßen die da einfach nur. Ich komme aus einer kleinen Stadt und zwar Palimé. Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen, die ich sehr, sehr liebe, die ich auch vermisse. Wegen ihr, glaube ich, komme ich ganz gut klar im Leben. Ja, das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ich fand hier Deutschland sehr, sehr schön. Also ich wurde ja ganz gut aufgenommen. Ich bin in die Schule gegangen, habe eine Vorbereitungsklasse besucht und ich habe im Siamstore da meine Ausbildung gemacht als Sport- und Fitnesskaufmann und konzentriere mich auf das und auf den Sport. Ralf Stegel, der lässt nicht locker. Sagen wir mal, ich habe jetzt Fußschmerzen, dann heißt es nicht, du hast Pause, dann machen wir was mit dem Oberkörper. Der motiviert mich immer. So ein Trainer, glaube ich, fühlt sich jeder. Ich sag mal so, das ist mein bester Freund geworden, sozusagen. Ich möchte auf jeden Fall Weltmeister werden. Und ich möchte bekannt werden, ich möchte die Leute zeigen, wie gut ich drauf bin, wie fleißig ich immer war, damit einen großen Namen machen, damit jeder uns kennt, damit jeder weiß, wir kommen aus Deutschland, wir sind aus Siamstore. Ja, das ist mein Traum.